So, wir werden jetzt direkt wieder einsteigen in diese lustige Fragerunde und beginnen auch wieder mit einer eher persönlicheren Frage. Mich würde interessieren, was fällt euch als erstes ein, wenn ihr überlegen müsstet, was hatte in eurem bisherigen Leben so einen wirklich großen Einfluss auf euch, euer Handeln, euer Verständnis für die Welt und die Gesellschaft? Was würde euch da so als allererstes einfallen? Oh Gott, ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig, das heißt, ich habe ständig ganz viele kleine Sachen, über die ich mich wahnsinnig freue und die mich dann auch in dem Moment wahnsinnig prägen, was sich auch eine Weile hinzieht. Aber ich sage jetzt ganz spontan, was mir als erstes Tieferes eingefallen ist, und das war meine Oma. Also ich überlege jetzt, wie ich das begründen kann, aber es ist, glaube ich, einfach so eine sehr innige, herzliche Verbindung gewesen, die mir auch ganz viel mitgegeben hat fürs Leben. Das zeitig aufstehen nicht. Ich glaube, ja, es war meine Oma, ich kann es jetzt nicht begründen, es war einfach spontan. Okay, Schöne Frage. ich lese sehr, sehr viele Bücher. Lerne eine ganze Menge daraus und ansonsten bin ich Zitate-Fan. Ja, auf mein Leben, was jetzt schon ein bisschen länger her ist, aber noch nicht zu Ende, hat besonderen Einfluss gehabt, die Freiheit. Das werde ich kurz begründen. Ich bin ja 1970, habe ich eben schon gesagt, umgezogen in die DDR, weil ich zu dieser Zeit das System der DDR noch gut fand. Ich kannte es noch nicht. Ich habe dort meine Freundin gefunden, die heute meine Frau ist. Und als ich dann umgezogen war und ich gemerkt habe, wo ich war, da war es zu spät. Und als ich dann zurück wollte, kam ich nicht mehr zurück. Und da hat man mich abgeholt und mal eingesperrt und ein Jahr war ich mal hinter Zaun. Und als ich gemerkt habe, du musst zurücktreten von dem, was du eigentlich vorher gedacht hast, zur DDR und zu dem System, habe ich mich dann zurücknehmen müssen und bin dann in den Wald gefahren. Und das ist ganz wichtig. Bin in den Wald gefahren und habe das Wort Freiheit in den Wind gebrüllt, weil ich es nirgendwo offen sagen konnte, weil man mir das ja dann wieder angekreidet hätte, dass ich gegen das System wäre, und das vergesse ich mein Leben nicht. Und diese Freiheit hat sich bis heute fortgesetzt, und ganz frei sind wir hier auch nicht, und deswegen bin ich bei den Piraten. Ja, meine wichtige Person in meinem Leben war eigentlich mein Stiefvater, der dafür gesorgt hat, dass ich von meinem kleinen Kinder-Jugendlichen Horizont wegkomme und mich auch mal umblicke in der Welt und auch lerne, andere Meinungen zu hören, zu sehen, zu akzeptieren, auch aufzunehmen, für mich selbst zu verarbeiten, in mein Leben mit reinzubringen. Es sind ja im Moment in Deutschland jede Menge Großprojekte bekannt und auch in den letzten Jahren, die tendenziell etwas schlecht liefen in der Planungsphase und in der Ausführung. Sei es S21, sei es die Elbphilharmonie in Hamburg oder natürlich der große Flughafen in Berlin. Aber es gibt ja auch Beispiele in Mitteldeutschland. Mir fiel da spontan ein der Citytunnel in Leipzig, der schon seit Ewigkeiten gebaut hat. Und was mir ganz explizit einfällt, weil es direkt vor meiner Haustür ist, ist das Hermsdorfer Autobahnkreuz, was seit Jahren eine Baustelle ist. Wie kann man verhindern, dass solche Sachen passieren? Also wie kann man verhindern, dass durch irgendwelche politischen Profilierungswahnsinnssachen da letztendlich Stillstand herrscht und immer wieder nicht gesagt wird, dass es doch noch viel länger dauert, dass da doch noch mal viel mehr Kosten kommen? Was sind da die Möglichkeiten oder was müssen wir als Piraten machen, damit wir aus diesem Wahnsinn rauskommen und da tatsächlich Ergebnisse zu sehen sind? Ja. Vielschichtige Frage. Warum werden diese Verzögerungen, Kostensteigerungen und so weiter nicht bekannt? Ich denke, das liegt hauptsächlich an zwei Punkten. Erstens, dass man sich nicht eingestehen will, dass man einen Fehler gemacht hat. Und da kann ich jetzt durchaus sagen, das betrifft dann alle Ebenen, ob Projektplaner, die daran beteiligten Politiker, von mir aus sogar der kleine Bauarbeiter. Zum anderen, auf der politischen Seite sind es diese Profilierungssüchte,
früher, heute ist es auch noch so, früher war es aber besonders so üblich, man hat dann halt als Politiker für seine Region einen Flughafen dahingesetzt oder eine Autobahn gebaut oder irgendein anderes großes Projekt in den märkischen Sand gekloppt. Ich denke, das ist dieser Fehler, den Politiker als Menschen haben, der dann dazu führt, dass sie dann auch nicht merken oder es nicht zugeben wollen auf sich selbst gegenüber nicht, dass da irgendwas gegen den Baum gefahren ist. Wie man das verhindern kann, ist natürlich die große Frage. Grundsätzlich kann man bei Projekten vom Ausmaß eines Flughafens nie sicherstellen, dass alles richtig läuft. Es gibt da diese schöne Statistik aus dem IT-Bereich, 90% aller IT-Objekte werden nicht rechtzeitig fertig. Ja, also ich glaube, es gibt da auch keinen Königsweg. Man kann versuchen, die Prozesse zu optimieren, aber letztendlich eine generelle Lösung für ein solches Problem wird wahrscheinlich nie gehen. Ja, ich sehe das vom fachlichen Standpunkt aus, von meiner Ausbildung als Bauingenieur. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass bei einem Flughafen oder bei einem anderen Projekt so viele Fehler auf einmal gemacht werden, da ja überall Fachleute dabei waren. Es kann ein Fehler sein, es können zwei Fehler sein, aber dass man dann hinterher die Decke wieder aufreißen muss und neue Kabel verlegen muss, das darf einfach nicht passieren. Und das hätte man früher erkennen müssen, wenn man ein vernünftiges Kontrollsystem gehabt hätte, zum Beispiel in Berlin. Die Politiker, die haben sich kaum gekümmert, die haben sich an den Job geklammert und an das Geld, was sie dafür bekommen haben, sind wir doch mal ehrlich. Und jetzt haben wir den Salat. Es geht aber nicht mehr zurück, es muss jetzt gemacht werden, aber das zeigt mal, wie das ist, wenn Politiker über fachliche Dinge entscheiden. Und das ist hier auch geschehen, auch wenn sie sagen, ja, wir waren ja nur der Aufsichtsrat und der Vorsitzende, das Bauernopfer ist gefunden und der muss weg, aber der alleine war das nicht. Die hätten das viel früher sehen müssen und die hätten auch vorsichtiger mit den Terminen umgehen müssen. Ja. Der Eröffnung. Ich bin richtig froh, dass ein Pirat den Untersuchungsausschuss leitet in Berlin. Und das ist für uns als Partei als Ganzes sehr wichtig. Ich glaube, das Hauptproblem, ich darf eben sagen, das Hauptproblem sehe ich darin, dass solche Projekte wie Elbphilharmonie und der Flughafen und ähnliches als Prestigeobjekte für Politiker dienen und sich Leute sich über solche Projekte identifizieren. Und was man dagegen machen kann, gegen diese Art der Einstellung, dass man sich nur über einen Flughafen oder auch jetzt für Otto Normalbürger über ein Auto oder über eine neue Jacke identifizieren lässt, da hat man insgesamt ein psychologisches Problem schon. Und ich denke, das kann man dadurch ändern, indem man die Politiker, also die Leute, die in die Politik gehen, besser auswählt. Und zwar nach dem, dass sie für das Land da sind und nicht für sich selbst. Und jeder, der als Abgeordneter oder ähnliches tätig sein möchte, muss sich das, ich sag mal so, jeden Morgen groß auf den Spiegel schreiben. Das Erste, was er sieht, ist, ich bin für mein Land da. Und für alle Menschen auf dieser Erde und nicht für mich selbst. Also ich kann Anze jetzt auf ganzer Linie beipflichten. Ich habe jetzt noch ein paar kleine weitere Anmerkungen. Also ich denke, gerade was diese Prestigeobjekte angeht, da geht es ja vorrangig um Interessengruppen und um Parteidenken und um Profilierung. Darum passiert bei einer kleinen Straße, die gebaut wird, auch wahrscheinlich gar nicht so viele Fehler, weil die wird halt einfach für ihre Funktion gebaut und nicht, weil sich jemand damit selbst darstellen möchte. Wie man das vielleicht ändern kann oder dem entgegenwirken kann, also vielleicht schon in der Planungsphase wirklich diese Vor- und Nachteile wesentlich tiefer beleuchten und eben gucken, warum wollen bestimmte Menschen, bestimmte Interessengruppen eine Umgehungsstraße, die dann auch ewig in der Planungsphase verharrt, weil das eventuell doch nicht so notwendig ist oder ähnliche andere große Bauwerke. Und dann auch ganz transparent versuchen, dagegen vorzugehen und zu sagen, passt auf Leute, das sind die Fakten. Und das, was ihr damit selber darstellen wollt, das ist ja gar nicht Sinn so eines Flughafens zum Beispiel.
Okay, jetzt habe ich eine ganz kurze Frage, wo ich auch nur ein kurzes Statement brauche. Wir haben ja, ich glaube auch schon auf Bundesebene, ich weiß nicht, ob ihr jetzt ein Landprogramm habt, so einen Bereich Tierschutz oder Tierrechte auch. Wir haben auf jeden Fall Probleme mit Tierversuchen, die in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht durchaus nicht mehr so sehr willkommen sind wie früher. Es gibt viele Vegetarier, es gibt viele Tierrechte-Leute, die da Probleme haben. Was sind Möglichkeiten, was ist eure Meinung dazu, überhaupt zum Tierrecht, zu Tierschutz, zu Tierversuchen? Was sind Möglichkeiten, um da die Gesellschaft dann noch weiter zu sensibilisieren und eben solche Sachen vielleicht zu verhindern? Zum Beispiel Tierrecht zu Tierschutz in den Lehrplan aufziehen oder solche Sachen. Was sind da Ideen, die man irgendwie nehmen könnte? Also ich bin mir nicht sicher, ob das eventuell jetzt schon im Biologieunterricht in irgendeiner Form sogar behandelt wird. Das weiß ich nicht. Ich persönlich schätze Tierschutz sehr hoch ein. Ich mag Tiere. Ich hatte mal einen Hund. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ja, die Tiere wurden dann auch nach artgerechter Haltung geschlachtet und gegessen. Und das stört mich auch nicht. Also ich bin niemand, der das verurteilt, dass man Tiere isst. Ich denke, man sollte bewusst entscheiden, was man isst. Das ziele ich aber jetzt nicht nur auf das Schwein oder das Rind ab, sondern auch was biologische Lebensmittel angeht, beziehungsweise irgendwo im Hintergrund diese Genmanipulation. Ich habe irgendeine Reportage über die Brotherstellung gelesen und habe mir dann ernsthaft überlegt, ob ich in Dessau noch einen Bäcker finde, der das Brot wirklich selber herstellt und nicht durch irgendwelche Fertigmischungen, die vom Vorfeld schon für diese industrielle Fertigung geändert wurden. Und dieses ganze Bild der gesunden, der bewussten Ernährung fängt immer dann an zu bröckeln, wenn ich das Problem habe, dass ich nicht fragen kann. Ich kann nicht in jedes Restaurant gehen und jedes Mal sagen, wo kommt denn Ihr Fleisch her? Damit mache ich mich unbeliebt. Das Problem ist aber, warum kann man diese Transparenz nicht einfach von vornherein schaffen? Dass man Menschen die Möglichkeit gibt, bewusst zu entscheiden, was sie essen möchten, was sie manchmal nicht essen möchten und wie oft sie diese Nahrungsmittel konsumieren wollen und was ist da drin. Ja. Erstmal kurz, ich glaube nicht, dass es in Dessau oder auch in Hamburg bei mir irgendeinen Bäcker gibt, der tatsächlich noch einen selbst macht. Ich habe wahrscheinlich denselben Film gesehen. Ja, also der Tierschutz ist kein Gebiet, mit dem ich mich beschäftige. Ich möchte deswegen mal ein bisschen vom Thema abgehen, so ein kleines bisschen. Der Fleischkonsum, also, na gut, ich sage kurz mal was zum Tierschutz. Die Bedingungen, die jetzt in den Ställen vorherrschen und so weiter, das ist eigentlich grausam. Da müssen tatsächlich Gesetze geschaffen werden, dass das verbessert. Man kann allerdings als einzelner Mensch da nichts tun. Da ist wirklich die Politik gefordert. Das ist jetzt der Umfang, in dem ich mich damit beschäftigt habe. Und abkommen wollte ich auf das Thema, dass der Fleischkonsum generell auf der Welt eins der größten Probleme ist, denen wir vorstehen. Und das betrifft nicht nur Treibhausgase. Ihr wisst alle, was bei einer Kuh hinten rauskommt. Das betrifft auch den Landverbrauch. Wenn jetzt die Chinesen beispielsweise, von denen wird ja immer geredet, so viel Fleisch verbrauchen würden wie Deutsche oder auch erst recht dann die Amerikaner. Ja, Regenwald gäbe es dann nicht mehr. Und von daher bin ich wirklich der Meinung, dass wir auf der gesellschaftlichen, vielleicht psychologischen Ebene tatsächlich die Menschen, so komisch das jetzt vielleicht auch klingt, umerziehen müssen, dass sie weniger Fleisch essen. An dieser Stelle ein Aufruf an alle, die zuhören, falls es irgendwo ein Kochbuch gibt, vegetarisch für Fleischesser, bitte sagt es mir. Ja, also ich möchte nicht rechts, nicht links, sondern in der Mitte durch hier bei diesem Thema. Ich bin für den Tierschutz. Ich habe zu Hause 2 Katzen und einen Hund und habe 3 Töchter. 2 davon essen kein Fleisch. Eine davon isst Fleisch und ich auch. Deshalb muss ich mir immer wieder anhören, was ich denn da mache. Wieso isst du Fleisch? Es geht ja auch so. Und das sind toll was geworden, die Töchter, ohne Fleisch. Und deswegen weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall bin ich dafür, dass die Tiere aus den Tierversuchen zurückgezogen werden sollen. Es gibt ganz tolle Alternativen mittlerweile, haben wir sicher schon alle gehört. Im Fernsehen hat man jetzt ausbekommen, dass man gegen Krebs viel besser forschen kann, wenn man Viren
einsetzt gegen diese Krankheit. Vielleicht haben wir Mediziner hier dabei, dass man von den Tierversuchen abkommt und mit Viren arbeitet. Im Moment ist zum Beispiel ein Lebertumor sehr gut behandelbar mit dem HIV-Virus. Jetzt wollen sie aber, der Tumor geht zurück und die Leute haben eine Lebenserwartung mit den Medikamenten noch von 15 Jahren, wären sonst in 2 Jahren gestorben. Also das ist eine tolle Sache und jetzt will man von dem Virus weg und will zu einem anderen Virus, der dann auch heilbar ist hinterher. Also diese Forschung, die wäre da was ganz Tolles und ein prima Ersatz gegen die Tierversuche. Ich kann diese Quälerei auch nicht sehen. Ja, ich fange mit M an. Ich sehe es so, Tiere sind keine Sachen und Tiere sind auch keine Menschen und Tiere sind aber Lebewesen, sind halt Lebewesen, die Schmerz empfinden und das sollten wir im Umgang mit den Tieren berücksichtigen und uns versuchen einfach auch darauf, uns in die Situation der Tiere auch mal da rein zu versetzen und dann glaube ich, wissen wir auch, was für Tiere gut ist und für Tiere schlecht ist. Also bezogen auf die Massentierhaltung und auch, aber auch auf die Tierquälerei, alltägliche Tierquälerei bei Haustieren oder ähnliches mit zu kleinen Käfigen oder sonst sowas. Okay. Die Zeit schreitet auch wieder schon so schnell voran, ich werde es auch versuchen, hier noch schnell durchzukommen. Ich hätte noch zwei interessante Themenbereiche. Als erstes würde ich gerne das BGE ansprechen. Wir wissen ja alle, was das BGE ist, wir wissen alle, dass es stark diskutiert wird, in verschiedene Richtungen geht, es gibt da verschiedene Modelle gibt. Und was haltet ihr von einem BGE oder dem Reset, was wir ja irgendwie im Programm stehen haben? Und wie könnte man das tatsächlich auch finanzieren? Soll man irgendwie eine Steuerumschichtung machen, eine Vermögenssteuer, eine Reichensteuer oder was auch immer? Was sind da so eure Meinungen? Und ich sehe einen Blick, dass du gerne antworten möchtest. Nein, möchte ich nicht, aber klar, gerne. Wir haben was beschlossen zum BGE, dass wir sagen, wenn wir die Chance haben, an der Macht zu sein, setzen wir eine Expertenkommission ein, besteht aus allen gesellschaftlichen, also Vertretern von allen gesellschaftlichen Schichten und die machen sich im Kopf um das BGE und das vertrete ich auch und ich kämpfe aktiv auch gegen jeden Einzelkämpfer, der hier versucht, ein BGE-Konzept in seinem Hinterzimmer zu basteln, ohne wahrscheinlich alle Themenbereiche, also alle Bereiche, die das betrifft, zu betrachten, weil das kann eine Person oder auch 10 Personen nicht. Da muss die gesamte Gesellschaft mitarbeiten und alles andere ist Einzelkämpfertum und da bin ich als Pirat dagegen. Und ich möchte das nicht mit anderen Worten wiederholen, ich stimme dem bei. Was bleibt noch getrotzt? Ich könnte irgendwie ein Beispiel nennen, warum ich jetzt persönlich das interessant finde, dass BGE jetzt unabhängig ist. Also ich stimme natürlich Angst zu, dass das etwas ist, was dann von allen entschieden werden muss. Aber ich habe mich natürlich schon ab und zu mal damit auseinandergesetzt, auch was es vielleicht für mich bedeuten könnte, welche Möglichkeiten man dadurch hat und finde es grundsätzlich interessant, weil es natürlich auch Kinder im Grunde fördert, weil es die Möglichkeit gibt, mehr Zeit mit Kindern zu verbringen, unabhängig davon, dass man dann eventuell zusätzlichen sozialen Zwangsmaßnahmen, um Geld zu bekommen, ausgeliefert ist, eventuell. Und ganz für mich persönlich, ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube, ich würde vielleicht 5 Stunden weniger arbeiten gehen und die dann noch mehr mit Politik verbinden. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich möchte so viele gesellschaftliche Dinge tun, mich mit gesellschaftlichen Dingen beschäftigen. Und meine Zeit reicht eigentlich gar nicht dafür aus, alles zu lesen, alles zu diskutieren, was mich so in der Gesellschaft interessiert. Und ich glaube, da sehe ich für mich persönlich die Chance, mehr Zeit damit auch zu verbringen. Ja. So, versuche ich mal einfach einzufangen. Als ich das erste Mal von BGE gehört habe, habe ich auch gesagt, was für eine Schnapsidee. Und dann habe ich drüber nachgedacht und wie es ganz üblich ist, dauert das ein bisschen länger und geht ein bisschen tiefer. So. Ja. mittlerweile bin ich der Meinung, dass wir langfristig wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen, irgendetwas in dieser Richtung tatsächlich zu erschaffen.
Warum das so jetzt so ist, kann ich kurz anreißen. Aber ich wollte noch sagen, es gibt so viele Gebiete, auf denen ein BGE tatsächlich etwas Positives machen könnte. Ob es das tatsächlich tut, ist eine andere Sache. Und dass wir hier heute damit gar nicht fertig werden würden. Warum ich der Meinung bin, dass es langfristig unumgänglich ist, ist die technische Entwicklung. In den letzten, sage ich mal, grob 150 Jahren hat sich die Arbeitskraft extrem von Menschen auf Maschinen verlagert und das wird auch in Zukunft immer so weitergehen. Damit einher kommt ein Wandel in der Beschäftigung. Vor 200 Jahren haben noch 3/4 der Leute einfach in der Nahrungsmittelproduktion gearbeitet. Heute Landwirtschaft 1% ungefähr in Deutschland. Und wenn man noch Einzelhandel, was weiß ich nicht, dran hängt, kommt man auch maximal auf 10%. Diese Arbeitskräfte, die dort frei waren, haben die industrielle Revolution ermöglicht und fortgetrieben. Diese ganzen Maschinenbau, Autos, alles, was da dran hängt. Ich denke, es wird in dieser Richtung auch noch weitergehen. Wir haben jetzt eine gewisse Delle in der technischen Entwicklung einfach durch Ölknappheit. Und bisher wurde die Entwicklung durch das Öl befeuert. Wir werden das irgendwie anders lösen, denke ich doch schon. Bloß es wird so bleiben, dass durch die technische Entwicklung immer mehr Arbeitskräfte in den alten Bereichen frei werden. Nehmen wir das Beispiel Buchhalter. Vor noch 50 Jahren hat man riesige Abteilungen gebraucht, die per Hand irgendwelche Bücher gekritzelt haben. Heute erledigen das zum großen Teil Computer. Und wahrscheinlich wird es in 20 Jahren soweit sein, dass Computer direkt die ganze Sache der Buchhaltung erledigen und vielleicht in einem 1000-Mann-Betrieb noch 2 Leute damit beschäftigt sind. Und das ist auf vielen Bereichen so. Die Leute werden andere Beschäftigungen finden, nur die Beschäftigungen werden immer weniger dem ähneln, was wir heute als ein normales, abhängiges Beschäftigungsverhältnis ansehen. Die Leute werden notgedrungen freier arbeiten, werden mehr Entscheidungen treffen, sie werden auch mehr Maschinen beaufsichtigen, die Maschinen werden ihnen wiederum Arbeit abnehmen. Und durch diesen Prozess würde ich denken, dass es in, sagen wir, 50 bis 100 Jahren, in diesem Zeitraum ungefähr, einfach notwendig sein muss, dass wir den Menschen ermöglichen, diese Arbeit nachzugehen, indem wir sie finanziell befreien. Ich glaube nicht, dass es heute möglich ist, ein BGE tatsächlich durchzuführen, selbst wenn man es jetzt politisch umsetzen könnte. Ich denke, die Entwicklung ist noch nicht so weit. Und wir haben auch das Ungleichgewicht auf der Welt, was das Einkommen und so weiter betrifft. Ich rede lange, ich weiß. Ja, also das war jetzt so grob der Gedankengang, der dahinter steckt. Ansonsten, wie gesagt, es gibt zahlreiche Bereiche, in denen das BGE wirklich viele Probleme lösen würde. Nehmen wir bloß mal das Urheberrecht als Piratenthema. Wir bräuchten nicht mehr drüber reden, wovon sollen Künstler leben. Die würden dann vom BGE leben. Und so gibt es halt viele Bereiche, wo man auch sagt, es würde Menschen ermöglichen, sich selbst zu verbessern, etwas Vernünftiges zu tun. Und vielleicht würde es dann auch die Wirtschaft von diesem umweltzerstörerischen Kurs abbringen. Wie gesagt, das ist ein riesiges, komplexes Gebiet, wo alles zusammenhängt, was wir heute unmöglich überlegen können. Das sind so die Gedanken, die ich mir darüber mal gemacht habe im Laufe der Zeit. Danke. Danke. Wir haben jetzt noch ein großes Thema, weil wir doch schon sehr fortgeschritten sind in der Zeit. Und zwar ist es erneut eine Frage, die aus dem Publikum ganz interaktiv hier eingeführt wurde. Das ist so Voodoo-mäßig. Und zwar ist es eine Frage, die vorhin schon einmal hier eingegangen ist, nämlich die Frage zur Frauenquote und was ist die Alternative dazu? Ich glaube, ich muss es ja nicht weiter ausführen, vorhin wurde es ja schon angesprochen, einfach eure Meinung, Frauenquote, Wirtschaft, Partei oder überhaupt per se, wenn nicht, was ist die Alternative? Sind Frauen halt wirklich, haben die gleichen Chancen, sind die gleichberechtigt? Wenn nicht, was muss man machen? Wenn ich möchte anfangen? Da bin ich durch. Ich bin gegen Frauenquote, weil ich denke, dass die Frauen sich auch so durchsetzen werden und wir irgendwann, es wird eine Weile dauern, gebe ich zu, bin ich auch ganz, sage ich mal, real,
wird es eine Gleichberechtigung geben. Und da wird man nicht mehr schauen auf Frau, Mann, sonst was, Hautfarbe, Haarfarbe, sexuelle Orientierung oder ähnliches. Das dauert, gebe ich offen zu, aber mit einer offenen Gesellschaft, einer toleranten Gesellschaft, für die wir eintreten als Piraten, denke ich, kriegen wir es hin. Und dazu brauche ich kein Gesetz, denn ich möchte jemanden als Vorgesetzten haben oder jemanden an einer leitenden Position haben, der das macht, weil er halt fachlich geeignet ist und nicht, weil er zwei Brüste hat oder sowas. Das möchte ich nicht. Jeder hat doch zwei Brüste. Ja, also hier möchte ich mich ein bisschen absetzen von. Ich bin nicht unbedingt dafür, dass wir eine Frauenquote einsetzen sollen oder die anstreben sollen, aber ich bin auch nicht dagegen. Eins steht aber auf jeden Fall fest, die Frauen sind nicht gleichberechtigt und das sollten sie werden. Schauen wir doch mal die Gehälter an, die wir kriegen für den gleichen Job draußen. Das ist doch keine Gerechtigkeit. Frauen, die das Gleiche machen, wie du eben gesagt hast, die das fachlich drauf haben, die ihre Ausbildung gemacht haben, die genauso teuer war wie die Ausbildung der Männer, die kriegen, wenn sie nachher im Job sind, so und so viel Prozent, also das ist unterschiedlich, aber fast immer weniger als die Männer. Das ist nicht gerecht. Und das soll unbedingt verändert werden. Das heißt also, dass wir als Männer das sehen müssen oder sollten und unterstützen müssen, dass für gleiche Arbeit gleicher Lohn gezahlt wird. Gegenrede. Ich habe Leute geführt in einem Team. Ich hatte Männlein und Fräulein in meinem Team und die haben alle das Gleiche bekommen, weil bei uns in den Tarifverträgen in der Firma gibt es keinen extra Paragrafen für die Frauen, sondern da wirst du angestellt als Sachbearbeiter oder ähnliches und kriegst dann das Geld. Und deshalb sehe ich das nicht so. Nur ganz kurz, also kein Zwiegespräch, ja, nur kurz antworten. Das hat auch nichts mit dem Tarifvertrag zu tun, sondern mit den Lohngruppen. Die Männer steigen auch in eine höhere Lohngruppe und die Frau bleibt halt eben da. Da ist die Ungerechtigkeit. Also ich halte auch eine Frauenquote für nicht zielführend. Es ist einfach so, dass es ein, ich nenne es mal, menschliches Problem ist, dass man durch eine technische Einrichtung wie eine Quote nicht lösen kann. Man wird wahrscheinlich eher das Gegenteil erreichen. Man könnte jetzt auch lange darüber reden, wie es in anderen Kulturen ist, aber das würde die Zeit sprengen. Ich möchte aber an dieser Stelle mal kurz was einfügen. Sandra, Leo und ich haben uns vorhin kurz zusammengesetzt und sind. Ja, Leo hört nicht mal zu. Wir haben nämlich vorhin festgestellt, dass wir alle drei schon unabhängig voneinander zum selben Schluss gekommen sind. Ich denke, wir sollten das jetzt mal so auch an die anderen Parteien gerichtet mal so ein bisschen in die Luft werfen. Wenn wir in den Bundestag reinziehen, sind wir dafür, dass wir nur anonyme Bewerbungen annehmen. Ich schließe mich jetzt Neo vorhin und Lenny jetzt einfach an. Ich bin auch gegen eine Quote, weil das keine gesellschaftliche Veränderung hervorbringt und letztendlich vielleicht auch die Freude verlassen könnte. Irgendwo. Erstmal dies hier. Wir haben uns auch über Parlamentarier aufgeregt, die während Abstimmung nicht im Plenarsaal verweilten. Wie viel Zeit wärt ihr denn bereit, im Plenarsaal zu sitzen, wenn da längere Sitzungen anstehen? Und wenn ich die gesamte Zeit, warum? Also, zum einen habe ich ja jetzt auch eine 40-Stunden-Woche, die ich natürlich auch einhalte und ich bin auch bald länger irgendwo im Plenarsaal zu sitzen und mich zu engagieren für die Themen, für die ich eintrete. Allerdings ist dieses, warum der Plenarsaal nicht gefüllt ist, vielleicht, ich will es jetzt eigentlich auch nicht im Detail erklären, aber das hat was mit dieser Quotenregelung zu tun. Also wenn jetzt praktisch der gesamte Plenarsaal voll ist, dann sitzen die Parteien dort in einem gewissen Verhältnis. Und wenn das im Teil runtergebrochen ist dann, und das Verhältnis immer noch repräsentiert wird, kann man dann trotzdem noch diese Entscheidung treffen. Und da gibt es wohl auch Absprachen inklusive, naja, und wenn einer da ausschert, dann werdet ihr beim nächsten Mal dann auch euer Fett abbekommen und so weiter und so fort.
Und das finde ich in der Form nicht unbedingt optimal, weil ich denke, wenn wir als Partei für eine Sache eintreten, dann sollten wir als Fraktion, als Abgeordnete auch dort sein und uns auch beteiligen und kümmern und nicht irgendwelche Klüngeleien veranstalten, nur weil die Hälfte der anderen Parteien zu Hause bleiben will oder irgendein Länderspiel gucken will. Ja, alle richtige Entscheidungen war zum Fußball-Länderspiel. Im ersten Moment wirkt das Ganze eigentlich wie ein leichtes Problem. Warum sitzen da keine Leute? Oder wenn sie sitzen, warum lesen sie Zeitung? Eigentlich hat das einen viel tiefer gehenden Grund. So wie es momentan ist, macht es in diesem existierenden System sogar Sinn, denn es wird im Parlament nichts entschieden. Es werden zwar Änderungen, aber die Entscheidung findet vorher statt, in den Ausschüssen zum Beispiel. Wie viel da sitzt, ist also eigentlich egal. In diesem Zusammenhang ist das logisch, dass es halt so wenig wie möglich sind. Ich denke aber, da ist der Knackpunkt, da müsste man das ändern, nämlich dass die Entscheidungen nicht im Vorfeld komplett fallen und dann erfährt man auch als Bürger hinterher erst, wie es ausgeht, sondern die ganze Entscheidung muss halt transparenter werden und es sollte auch im Parlament so sein, dass dann tatsächlich dort noch irgendeine Entscheidung fällt. Wir kennen ja alle diesen Fraktionszwang. Das hat auch wieder was mit dieser Verteilung zu tun, warum da bloß so und so viele Leute sitzen und so weiter. Also das System, wie es jetzt momentan ist, des Parlaments, ist in dem Sinne eigentlich undemokratisch, da dort die Entscheidungen nicht fallen. Und das muss in gewisser Weise geändert werden. Und dazu ist es nötig, dass die Entscheidungen transparenter werden. Das hatte ich schon mal gesagt, ich versuche es irgendwie so auf einen Punkt zu bringen. Die Anwesenheit momentan im Parlament, was die Frage war, ist wirklich eigentlich egal. Von daher, es gibt immer das Argument, ich mache lieber meine Arbeit im Ausschuss, als dass ich gleichzeitig im Parlament sitze und mich dort langweilen muss, weil die Entscheidung eh schon feststeht. Da liegt der Knackpunkt, an dieser Stelle muss man was ändern. Wie man das allerdings macht, vor allem wenn man bloß mit ein paar Leuten da sitzt, ist die ganz andere Frage, die habe ich auch keine Antwort drauf. Aber dort liegt zumindest das Problem. Ja, du hast recht. Viele Entscheidungen werden schon im Vorfeld getroffen, aber nicht alle. Wir kennen die namentlichen Abstimmungen, wenn wirklich das Haus mal voll ist, wenn es dann auf ein paar Stimmen ankommt oder der Fraktionszwang wird aufgehoben und freigegeben. Dann wird das ein bisschen kritischer, dann ist voll. Aber meistens sind nur zwei oder drei Reihen besetzt und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe da auch mal hingehört und möchte aber auch kein Nestbeschmutzer sein, aber du hast recht. Die Entscheidung, da wird vorher drüber gesprochen, wenn sich auch im Plenum ganz deutlich streiten wird. Vorher hat man zusammengesessen ohne Kameras und hat ganz vernünftig über die Angelegenheit gesprochen, hat es abgewägt und dann hat man gesagt, also wir stimmen so und so ab und da gehen die und die gehen hin und fertig. Es sieht natürlich nicht gut aus für uns Wähler. Ja, was ist das für eine Volksvertretung, die nur stückchenweise da sitzt und der Rest ist weg. Wir wissen nicht, wo sie sind, ob sie Vorträge halten, ob sie sonst was machen oder ob sie bei Lobbyisten sind oder wie auch immer. Man kann sich so seine Gedanken machen, aber das sind keine guten. Normalerweise müssen sie dort sein. Und sie dürfen sich auch, was der eine oder andere macht, sich nicht. Da vorne ist ja eine Liste, da müssen Sie sich eintragen, wenn Sie da sind. Sie dürfen sich da auch bei der Eintragung nicht vertreten lassen durch einen Mitarbeiter, der da mal den Namen reinschreibt. Hat es alles schon gegeben. Ich weiß nicht, ob es das sonst noch gibt. Also das ist nicht in Ordnung. Das finde ich auch nicht schön. Und das sollten wir Piraten auf jeden Fall, wie ihr schon gesagt habt, ändern, dass wir dann wirklich anwesend sind und so weit wie möglich dann auch unsere Partei repräsentieren. Ganz kurz. Ja, das wäre übrigens eine wunderbare Möglichkeit, wenn die Piraten dort immer vollzählig auftauchen, dann sind die anderen auch gezwungen, sich mal Gedanken zu machen. Ja, okay, es gab noch eine weitere Gästefrage, die ich jetzt aber doch verwerfen muss, da wir so weit fortgeschritten sind, dass wir jetzt sonst wirklich deutlich länger werden. Aber diese Frage wurde auch untertitelt mit Trollfrage. Und deswegen habe ich jetzt nicht das schlechte Gewissen, sie nicht anzunehmen. Aber stelle jetzt noch die letzte persönliche Frage, die vorhin auch schon mal gestellt wurde, zur Gleichheit. Was sind die Skandälchen, die über euch aufgedeckt werden müssen? Also ich habe auf Facebook eine Lüge stellen, ist veröffentlicht. Ich habe auf Facebook in meinem
Bekanntenfreundeskreis jemanden als mein Bruder angegeben. Er ist nicht mein Bruder, er ist einfach nur ein wirklich guter Freund. Und Lenny hat vorhin schon gemutmaßt, welche bösartigen Schlagzeilen dann in der Zeitung stehen könnten. Und ich entschuldige mich heute schon mal dafür, dass sie vielleicht dann irgendwann so in der Zeitung stehen, einfach nur um was Böses und Blödes zu schreiben. Bin ich nicht dein Enkel? Das auch noch. Wir haben zeitweise noch nicht erfunden, ja. Tja. Mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen. Von mir gibt es nicht mal Fotos, wie ich besoffen bin, weil ich kein Alkohol habe. Ja. Mein Leben ist schon ein bisschen länger und die Möglichkeit, irgendwelche Skandälchen in seinem Leben zu haben, die ist bei mir größer. Aber ich scheue das bis heute nicht. Ich bin zu den Piraten gekommen, weil ich im Internet tätig war. Da bin ich auf die Partei gestoßen, habe den Stammtisch gesehen, bin hingegangen und nun bin ich da. Aber ich habe ja vorher schon eine ganze Menge gemacht. Bei Wikipedia habe ich eine Namensseite und eine Benutzerseite, bei Fußpedia dasselbe. Und zu allen Dingen, die mich reizen, egal wie die gefährlichste sind, auch für mich, äußere ich mich. Ich habe die Frau Bundeskanzlerin angezählt, ich habe damals von zu Guttenberg meine Meinung darüber geschrieben, ich habe über Axel Springer geschrieben und jetzt, vorgestern, habe ich, das ist der Gipfel, das kann ja noch kommen, über Inzest und Pädophilie geschrieben. Und mein Generaladministrator hat gesagt, da hast du aber gerade noch mal so die Kurve gekriegt in Bremen. Das hast du so geschrieben, dass wir darauf jetzt nicht verzichten können. Also da sind hunderte von Klicks innerhalb von wenigen Stunden drauf gewesen. Und diese Reizthemen, die haben natürlich, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, schon über zu 10.000 Abrufen geführt. Und ich werde da auch so weitermachen. Aber nicht auf dem Piraten-WG. Das mache ich dann außerhalb. Aber wie gesagt, das kann natürlich der ein oder andere hat es gelesen. Ich bin da ziemlich offen und sage da meine Meinung und ich glaube, die ist so nicht verkehrt. Ich komme von euch im Bundestag. Ich habe natürlich auch ein bisschen Dreck am Stecken, Skandale oder ähnliches, aber die möchte ich euch ja nicht erzählen. Ich möchte nur sagen, steht einfach zu euren Skandalen oder angeblichen Skandalen. Skandale machen andere Leute draus, nicht ihr. Es ist eure Vergangenheit. Es ist das, was euch geprägt hat. Ein Skandal ist nur dann ein Skandal, wenn man nichts aus dem Skandal gelernt hat. Und daher, ihr steht, ihr habt euer Leben gehabt und ihr habt es auch mal vor euch, ihr werdet öfters noch in den Fettnäpfchen treten und steht einfach dazu und wie gesagt, alles andere ist Kokolores. Das war doch ein wunderschönes Schlusswort für diese Runde. Ich danke vielmals dafür. Wir sind am Ende angekommen. Ich danke für eure Teilnahme. Das war wunderbar. Ich danke auch den anderen Teilnehmern und den Gästen. Ihr wart unglaublich diszipliniert. Das war schön. Und ja, ihr seid wunderbar. Ich werde nur Lobhudeleien über euch veröffentlichen. Ihr seid die Besten. Ihr seid nach den Thüringern die Besten. Und ja, vielen Dank für die Teilnahme. Es war mir eine Freude. Und dann...